heute geht es bei uns um Heavy Metal! Heute wollen wir euch etwas über den Schmuck im ersten Jahrtausend erzählen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier in unserer kleinen Schmiede, denn es geht vor allem um heißes Metall. Metal! In so einer Esse wie hier neben mir hat man damals Metall zum Schmelzen gebracht. Auf dem Bild hier hinter mir seht ihr ein Mädchen aus dem 6. Jahrhundert und die trägt eine ganze Menge Schmuck. Vor allem sind das zwei Sachen, nämlich einmal Ketten aus wunderschönen bunten Glasperlen und zwei Fibeln aus Bronze. Um so eine Fibel herzustellen, wie das Mädchen sie trägt, gießt man flüssige Bronze in eine Gussform. Das sieht im Inneren ungefähr so aus und ist ein Negativabdruck des gewünschten Schmuckstücks. Um Bronze zu schmelzen, reicht ein einfaches Lagerfeuer nicht aus. Man braucht ungefähr 1300 Grad. Und das geht nur, wenn man Holzkohle benutzt, es in eine Esse tut und mit einem Blasebalg ständig Sauerstoff hinzufügt. Die Bronze wird in so einem Tiegel geschmolzen. Wenn sie dann die richtige Temperatur erreicht hat und flüssig ist, wird der Tiegel aus der Esse rausgenommen und die Bronze kommt dann in die Gussform. Diese Gussformen waren übrigens nicht wiederverwendbar, denn diese zwei Hälften wurden nochmal versiegelt und die ganze Gussform kam dann selbst auch ins Feuer. Die musste nämlich vorgewärmt sein, damit das flüssige Metall, was man hineingießt, nicht so schnell abkühlt. Und um dann an das Produkt im Inneren zu kommen, wurden am Ende diese Form zerschlagen. Deswegen finden wir heute nur noch Fragmente davon. Und natürlich unsere hübschen Fibeln. So, jetzt wisst ihr, wie Fibeln aus Bronze gegossen wurden. Hier in der Vitrine übrigens ein paar Exemplare aus dem Braunschweiger Land. Die stammen aus dem 6. Jahrhundert. Und gleich daneben noch ein anderes Schmuckstück, über das wir heute sprechen wollen. Das sind hier keine Steine, auch wenn sie auf den ersten Blick ein wenig matt rüberkommen. Nein, es sind Perlen aus Glas. Und die waren super beliebt im ganzen ersten Jahrtausend. Solche Glasperlen, die gibt es schon bei den alten Römern. Und bis ins Hochmittelalter hinein, vor allem in der Zeit der Wikinger, das ist so 10. bis 11. Jahrhundert, haben diese Perlen eine große Verbreitung in ganz Nordeuropa gehabt. Für die Herstellung dieser Glasperlen brauchen wir im Grunde die gleiche Apparatur wie vorhin zum Schmelzen der Bronze. Wir brauchen wieder eine Esse, in der wir hohe Temperaturen erzeugen können. Denn ja, Glas, das ist einfach gesagt geschmolzener Sand. Dafür braucht man ziemlich viel Hitze. Etwas genauer gesagt ist Glas Quarzsand, der mit verschiedenen Chemikalien versetzt wird, wodurch die verschiedenen bunten Farben in unser Glas kommen. Wenn man das Glas geschmolzen hat, dann entsteht im ersten Schritt erstmal so eine grobe Rohmasse, die natürlich noch keine Glasperle ist. Um dann solche Perlen zu machen, wie hier auf der anderen Seite dargestellt, arbeitet der Perlenmacher mit einem langen Eisenstab. Er erhitzt diese Rohmasse nochmal und nimmt mit diesem Stab die Rohmasse auf und muss dann den Stab immer weiter drehen, um das zähflüssige Glas, das ist dann so wie Kaugummi, da drauf zu wickeln. Wenn die Perle dick genug ist, schneidet er das Ganze einfach ab und hat seine Rohperle. Um so eine Perle herzustellen, muss man dann mit einem zweiten Stab arbeiten, auf dem man ebenfalls Rohglas erhitzt und das man dann in die erste Perle sozusagen einschmilzt. Ja, dann lässt man das Ganze abkühlen, kann es noch schleifen, ein bisschen verarbeiten und fertig. Wenn ihr euch so eine ähnliche Kette mal selbst herstellen wollt, dann zeigen wir euch in einem Workshop-Video übrigens, wie ihr solche Perlen aus Papier machen könnt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch wie immer ein Like da oder auch ein Abo. Und ja, der Workshop, der ist hier drüben gleich verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!